Tubi zum Lebenserwecken brauchen wir viele Menschen um uns herum und wir brauchen vor allem Rezepte, weil bei uns geht es ums Kochen. Das nächste Fubi-Magazin, das wir rausbringen würden, ist auch wieder die Zusammenarbeit mit den Rezeptredaktoren von Betty Bossi sehr wichtig. Das ist ein Rezeptredaktor, er verfolgt Trends, er entwickelt neue Rezepte, er ist zuständig für den ganzen Aufbau eines Rezepts, er ist eigentlich von A bis Z in der Begleitung von so einem Rezept dabei. Sie helfen uns, eigentlich die passenden Rezepte auch zu finden. Sie helfen uns, vielleicht auch unsere Vorschläge noch zu optimieren. Sie kennen ganz viele Zubereitungsarten, sie wissen Zutaten, sie kennen die Vielfalt von einem Produkt. Und spannend ist wirklich, dass sie mit Freude die Rezepte testen, die wir eigentlich ihnen so ein bisschen in Auftrag geben. Unsere Zusammenarbeit mit dem Fubi-Team ist sehr eng. Wir hören uns sehr viel. Fubi ist sicher trendig. Fubi ist nahe bei den Leuten. Fubi vom Auftritt her ist sicher frisch, es ist jung. Es sind Rezepte, die im Alltag gut umsetzbar sind. Es sind Zutaten, die man gut findet. Es ist Fleischküche und es ist Veggie und es ist vegan. Es ist Backen und es ist Kochen. Also man kann sich frei bewegen in der Fubi-Welt. Man kann auch viel lernen. Und darum finde ich es wirklich eine Plattform, wo in einem breiten Publikum die Passion am Kochen vermittelt. Das Thema diesmal ist Backen. Wir haben eben nicht nur die fertigen Gerichte, sondern wir haben auch die Zutaten, weil das macht diese Vorher-Nachher-Strecke aus. Insbesondere wichtig war, dass wir auch das Thema Frosting unterkriegen, also in einem Rezept zu sehen, wie sieht ein Frosting aus und das auch zu integrieren. Die Aufträge kommen teilweise ist wirklich nur der Titel oder die Zutat, wo uns ein Input gegeben wird. Und teilweise kommen schon konkretere Ideen. Für so eine Vorher-Nachher-Rezeptstrecke ist es sicher wichtig, dass man sich schon beim Rezept entwickeln fragt, gibt das ein anmächerliches Vorherbild? Der Job ist nicht, dass ich aus dem Büro gehe und dann ist es fertig. Dass ich gerne heimkomme, weil das habe ich schon vorher in meiner Freizeit gerne gemacht. Kochbücher anzuschauen, mir zu überlegen, ah ja, das würde noch passen. Ich limitiere mich eigentlich meistens auf einen Titel, vielleicht noch ein paar Zutaten, aber ganz fertig lesen tue ich nicht, weil ich dann wie Angst habe, dass ich es kopieren würde. Sondern dass ich vielleicht sehe, ah, das ist eine spannende Kombination und das aber auf meine Art umsetzen. Im Gegensatz zu einer Küche daheim ist das, was wir hier in der Testküche machen, fast vergleichbar mit einem Labor. Weil es ist wirklich noch ein Versuchen, ein Ausdüfteln, ein Abwägen, was vertreibt. Und daheim kocht man dann eher das Rezept, das sitzt. Heute teste ich einen Christmas Carrot Cake mit einem Ingwer Frosting. Die Basis des Kuchen ist ein ziemlich klassischer Rüeblikuchen, der aber noch eine exotische Note hat mit dem Ananassaft, mit den Gewürzen. Es hat viel Ingwer drin und es hat Zimt drin, was auch gut ist für einen Christmas Cake. Im Kochen tun wir meistens das vierte. Also die Person, die gekocht hat, plus drei Rezeptredaktoren, die Gerichte zusammen degustieren, zusammen besprechen. So schmeckt es. Da muss ich sicher das Frosting um ein Viertel erhöhen, damit ich die Dekoration fertig machen kann. Und vielleicht noch etwas, wäre es ein bisschen salziges. Fleur de sel oder schon drin tut. Das könnte noch fancy sein. Teamwork ist bei uns in der Rezeptredaktion enorm wichtig. Und das ist auch gerade das, was mir so gefällt an dieser Arbeit, wie man immer aufeinander zählen kann und einander unterstützt. Ich finde die Kreativität der Umsetzung extrem spannend. Also es sind so viele Gewürze und es ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Das heißt, es sieht nicht nur schön aus, das schmeckt auch so, wie das aussieht. Und das ist das Tolle.